Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Seit wenigen Tagen können wir diese Momente in der Natur erleben, dass unsere Nase süße Düfte wahrnimmt, dass unser Herz sich in Sehnsucht verzehrt, in Sehnsucht danach, dass es endlich Frühling wird. Vor kurzem noch diese Eiseskälte, jetzt die warme Sonne. Und in den Supermärkten stehen schon die Osterhasen bereit. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass im Englischen die Wörter für Sonne und für Sohn völlig gleich klingen. Sun, die Sonne, und Sun, der Sohn. Was die Sonne für die Natur, das ist der Sohn Gottes, für die Seele. Am letzten Dienstag haben sich die Kinder noch verkleidet und Fasching gefeiert, meistens zu Hause, aber immerhin. Und seit Mittwoch befinden wir uns in der Passionszeit. 40 Tage lang bis Ostern wird an das Leiden Jesu erinnert. Eine Zeit der Stille, der Auseinandersetzung mit sich selbst, auch mit unserem Leiden. Ich habe meine Konfirmanden gebeten, einmal aufzuschreiben, worunter sie im Moment am meisten leiden, was ihnen Sorgen bereitet. Auch bei ihnen steht dort an erster Stelle Corona. Die Kontaktbeschränkungen hinterlassen auch bei jungen Menschen ihre Spuren. Ein Konfirmand macht sich Sorgen, dass sein Akku fast leer ist. Dieses Gefühl, dass die Energie zur Neige geht, teilen im Moment viele Menschen. Es ist auch am Ende der kalten Jahreszeit ganz normal, sich ein Auftanken herbeizusehnen und nach diesem Winter ganz besonders. In der Offenbarung des Johannes, da sagt Gott: Siehe, ich mache alles neu. Dies ist die Verheißung der Passionszeit, an deren Ende Ostern steht. Sie bietet Gelegenheit für Umkehr und Neuanfang. Der Frühling, der seine Fühler schon ausstreckt, ist ein Zeichen für die Heilsgeschichte mit Gott. Wie hart der Winter auch sein mag, an seinem Ende steht der Sieg des Lebens, das Aufblühen der ganzen Schöpfung.